Verzichten macht keinen Spaß, schon gar nicht beim Essen. Besonders wenn man ein wenig auf die Figur achten muss. Silke Kayadelen hat die Lösung. Die Ernährungsberaterin und Fitnesstrainerin tauscht Produkte auf dem Speiseplan einfach aus. Ganz simpel nach dem Prinzip: Tausch dich schlank. Diesmal wollen wir Butter, Milchkaffee, Hamburger und Eiscreme ersetzen. Unser berühmtes Brötchen morgens oder auch wann wir das auch immer essen mögen, kann viele Kalorien haben und kann wenig Kalorien haben. Es kommt immer darauf an, was man sich drauf macht. Was kennen wir? Wir kennen die Butter. Das Problem bei der Butter ist, sie hat sehr viel Fett, fast über 80% Fettanteil. So, wenn man darauf verzichten kann, kann man auch zu Frischkäse greifen. Frischkäse hat nämlich nur ein Viertel von dem Fett, was die Butter hat, und schmeckt besonders gut, wenn man sich da noch was Frisches drauf macht. Natürlich für unsere Liebhaber, die jetzt gerne mal was Süßes, morgens Marmelade essen wollen, die können weiterhin Butter benutzen, aber das hier ist auch total super. Frischkäse statt Butter. Ob das die Mehrheit der Deutschen auch total super findet? Butter muss sein. Butter muss einfach sein. Also es geht beim Streichfett los, wir machen keins drauf, wir legen es einfach so drauf, wir zwei, und er kriegt halt irgendwas. Ihm ist es eigentlich egal, Hauptsache es lässt sich streichen. Frischkäse unter die Marmelade ist halt auch ein bisschen schlecht dann. Wir können ja keine Butter essen, weil das ja eben alles auf die Hüfte bei uns geht. Trotzdem essen die meisten, die auf Butter verzichten, lieber Margarine als Frischkäse. Doch die hat genauso viele Kalorien wie Butter. Nächster Tauschtrick zur Kalorienvermeidung: Kaffee mit Milch statt Milchkaffee. Kaffee riecht nicht nur gut, sondern schmeckt auch gut. Die Deutschen trinken unheimlich gern Kaffee, nur leider trinken sie meistens den Latte Macchiato. Der ist unheimlich kalorienhaltig und setzt an. Milchkaffee macht also dick. Wer hätte das gedacht? Fett angereicherte Milch, die da reinkommt, umso höher der Fettanteil, umso besser kommt ja diese Schaumkrone zusammen. Und nehmen wir da halt mal Abstand wieder. Aber Milch ist ungesund. Und Fett und viel Kalorien. Aber ich denke mal, der Kaffee alleine und die Milch dabei, glaube ich nicht, dass das so heftig reinhaut. Und warum unser beliebter Latte Macchiato so viele Kalorien hat, zeige ich euch jetzt mal. Das ist die leckere Milch. Natürlich auch aufgeschäumt. Und jetzt aufpassen. Das ist die Milch. Und jetzt kommt der Kaffee. Eigentlich wolltet ihr einen Kaffee trinken. Und jetzt guckt mal, wie viel davon überhaupt drin ist. Unser Milchkaffee ist demnach eher Milch als Kaffee. Und hat auch ohne Zucker ein Drittel mehr Kalorien als Cola oder Limonade. Also dann doch lieber Kaffee mit einem Spritzer Milch als umgekehrt. Aber wie lässt sich der gute alte Hamburger ersetzen? Gibt es eine schlanke Alternative? Stellt euch vor, dieser Cheeseburger hat knapp 900 Kalorien. Fast die Hälfte, was wir eigentlich den ganzen Tag essen dürften. Und das müssen wir definitiv tauschen. Fällt mir jetzt nichts ein, nichts ad hoc, weil ich jetzt gegen Hamburger oder so eintauschen würde. Also bevor ich, also jetzt wirklich mit dem Austauschprinzip, hier ein Rosinenbrötchen. Na klar, und dazu Wasser statt Bier. Sonst noch Vorschläge? Kein Fastfood mehr, nur noch gesunde Ernährung ab heute. Einfach so einen Burger selber machen, ist auf jeden Fall schon mal diättechnisch besser, als das bei irgendeinem Laden zu kaufen. Eine gute Alternative wäre zum Beispiel ein Wrap. Der wird hergestellt aus einem Weizenfladen und dann kommt da Frischkäse drauf und dann kann man alles drauf machen, was man möchte. Und dann wird er einfach zusammen gemacht. So, und wenn das nicht mal lecker aussieht. Lecker, gesünder und vor allem kein Dickmacher, denn im Vergleich zum Cheeseburger hat der Kochschinken-Gemüse-Wrap nicht mal halb so viele Kalorien. Und zum Abschluss noch der Nachtisch. So lecker, dass er kaum zu ersetzen ist. Oder? Wer kennt es nicht, es ist warm und man will unbedingt ein Eis essen. Leider hat Eis sehr viel Kalorien, weil es aus Sahne gemacht wird. Eine Alternative wäre, ihr tauscht es einfach gegen Sorbet. Sorbet schmeckt sehr fruchtig und hat nur die Hälfte der Kalorien. Sorbet besteht aus halbgefrorenem Fruchtsaft oder Mousse.
Damit schlägt bei den Kalorien nur der Zucker zu Buche. Ohne Milch und Sahne fallen die Fettkalorien weg. Aber wie kommt die schlanke Alternative bei den Verbrauchern an? Ich meine, wenn das so Zitronensorbet ist, dann merkt man die Zitrone gut raus, ja, aber diese Konsistenz hier, das ist so ein bisschen, ist nicht unsere Geschmacksrichtung. Am besten Joghurt-Eis oder so. Und dann Frozen Joghurt und dann schön Früchte drauf. Lecker. Das Eis ist halt einfach cremischer, gerade wenn es Softeis ist. Schmeckt halt einfach leckerer, ist halt fettischer, ja. Trägt einen Geschmack und schon schmeckt es besser. Wer auf seine Kalorienbombe nicht verzichten kann, der darf einfach nicht so viel davon essen. Ernährungsexpertin Silke Kajadelen tauscht sich lieber schlank und ersetzt die klassischen Dickmacher durch kalorienarme Varianten. Und darum darf es auch mal eine etwas größere Portion sein. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben. Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat1 Frühstücksfernsehen-Kanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.